Hi, ich bin's, euer Tim, und ich bin jetzt gerade auf der Maker Faire 2016 in Berlin. Neben mir ist Finja und Miriam. Die beiden haben zusammen Mac3D entwickelt, ein Scansystem für elektromagnetische Strahlung. Ja, Finja, kannst du mir erzählen, wie ist überhaupt die Idee dazu entstanden? Ja, also wir wollten eigentlich am Anfang gucken, ob das Erdmagnetfeld durch zum Beispiel Blinking aus dem Zweiten Weltkrieg verändert wird, weil die ja so eine Metallummantlung haben. Und wir wollten halt gucken, ob, ja, wie gesagt, diese Metallummantlung stark genug ist, beziehungsweise unser Sensor auch stark genug ist, diese Metallummantlung wirklich zu messen. Das Problem ist aber, dass man halt dafür riesige Maschinen brauchen würde und halt mit unserem kleinen Messfeld kommen wir da einfach nicht hin. Und deshalb haben wir uns halt dazu entschieden, das in kleinerem Rahmen zu machen, also ja, dass man das halt zum Beispiel in Schulen anwenden könnte. Ja, damit komme ich eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage. Wo könnte man das Ganze denn überhaupt einsetzen? Ich meine, ihr habt das jetzt entwickelt. Das ist ja jetzt, glaube ich, noch alles im Prototypenstatus. Das ist jetzt kein fertiges Produkt im klassischen Sinne. Aber wofür könnte man das in Zukunft verwenden? Also zum Beispiel für Produkttests, also um zu gucken, ob, keine Ahnung, vielleicht Magnete oder Schrittmotoren fehlproduziert wurden oder so. Und auch in Schulen, wie Finn ja gerade gesagt hat, zum Beispiel zur Visualisierung von Magnetfeldern, also im Physikunterricht, weil wir selber haben auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten aus unserer Klasse, als wir das Thema hatten, konnten sich gar nichts darunter vorstellen. Also sie wussten nicht, wie sowas aussieht, also natürlich nicht, aber... und ja, ob irgendwas das verändern könnte, das Erdmagnetfeld oder irgendwie so und ja... Ich meine, was ich mich jetzt gerade frage, ihr habt das ja fertig aufgebaut, ihr habt wahrscheinlich auch einen fertigen Sensor eingesetzt, aber wie funktioniert das Ganze denn jetzt im Gesamten? Ja, also wie du schon sagtest, wir haben halt einen Kompasssensor, der hängt hier unten dran und wir haben halt dieses Modell von Fischer Technik genommen, also das war ein Fertigbaukasten, allerdings haben wir das halt noch weiter, ja, ich sag mal, für unsere Zwecke umgebaut. Also zum Beispiel, das war nämlich vorher so eine Art Plotter, der halt gemalt hat. Und wir haben halt diese Stiftspitze, die da eigentlich dran war, halt durch unseren Sensor ersetzt. Und hier auch die Metallstäbe halt ausgesetzt durch Kohlefaserstäbe, damit eben Messergebnisse nicht verfälscht werden. Und der Sensor wird jetzt halt durch diese Schrittmotoren, die halt da und da sind, angetrieben. Das heißt, der wird im Zickzack quasi über eine bestimmte Fläche, die wir ihm angeben, gefahren. Und diese Werte werden dann halt auf der SD-Karte, also auf dieser SD-Karte hier gespeichert. Und ja. Und dann, was mache ich dann, wenn ich die Sachen auf der SD-Karte habe? Kann ich es über eine App öffnen, über eine Software? Also dann kann man einfach die SD-Karte rausnehmen und mit einem USB-Adapter an den Computer anschließen. Und dann kann man mit MathLab, also wir haben eine Lizenz dafür bekommen, freundlicherweise. Und dann kann man dort das einfach einfügen, die Werte, also die sind dann in einer Textdatei gespeichert. Und einfach reinkopieren und dann werden die direkt automatisch so umgerechnet und dann kann man sich einfach eine Grafik aussuchen, die man möchte und also zum Beispiel mit einem Pfeil, also mit Pfeilen und ja, dann. Ja, es klingt wirklich vielversprechend. Dann wünsche ich euch viel Erfolg mit dem Projekt und vielen Dank fürs Interview.